In diesem Video möchte ich Ihnen vorstellen, wie man die logischen Operationen, die wir bereits kennen, und, oder und nicht, im Programm implementiert, also wie man sie im Arduino letztendlich auch benutzt oder beim Programmieren benutzt. Dafür habe ich mir das altbekannte Blink-Programm hier rausgeholt aus dem Tutorial und ich werde damit Ihnen demonstrieren, wie man das programmiert. Dafür brauche ich erstmal ein paar Variablen, mit denen ich hier rumspielen kann. Und ich werde mir eine Variable a definieren, die den Wert 12 bekommt, eine Variable b mit dem Wert 6 und eine boolesche Variable c mit dem Wert falsch. Was kann ich jetzt alles damit machen? Dieses Programm an sich blinkt ja einfach vor sich hin und ich werde ihn dazu zwingen, nicht immer zu blinken, sondern eben nur manchmal. Ich mache Folgendes. If a ist größer 5, dann soll er bitte blinken. Das ist jetzt nichts Besonderes an sich, weil der Wert von a ist ja sowieso im Moment 12. Das heißt, auf jeden Fall wird er auch weiter blinken und ich verändere auch den Wert nicht. Aber im Moment geht es uns nicht darum, dass das Programm etwas Sinnvolles oder Cooles macht, sondern dass ich Ihnen demonstriere, wie man die logischen Operationen benutzt. Dieser Ausdruck hier ist auch nicht neu für uns. If then else kennen wir bereits. Was wir allerdings nicht wissen, ist, dass dieser Ausdruck hier ein sogenannter boolescher Ausdruck oder logischer Ausdruck ist. Was bedeutet das? Die Berechnung hier ist keine Berechnung im Sinne von, dass eine Zahl am Ende herauskommt, sondern da kommt eine wahr oder falsch heraus. Es ist also ein Vergleich. A größer 5 ist wahr, wenn es kleiner wäre, wäre es eben falsch. Solche boolesche Ausdrücke sind sehr praktisch, um irgendwelche Werte zu überprüfen, um verschiedene Entscheidungen zu nehmen und so weiter. Und man kann sie eben auch miteinander kombinieren oder verschachteln. Wenn ich sagen möchte, zum Beispiel, dass a größer 5 ist und bitte b kleiner 5 sein sollte, dann benutze ich dieses Doppelzeichen hier, dieses und sage b kleiner 5. Alle kann ich jetzt in Klammern zusammensetzen, damit es klar und deutlich ist, welchen Ausdruck ich als Endergebnis betrachte. Das wären sozusagen die äußeren Klammern hier. Und a größer 5 ist in unserem Fall wahr, b kleiner 5 ist allerdings falsch. Und das ganze boolesche Ausdruck würde dann als falsch gewertet und das Arduino würde dann nicht blinken. Ich kann auch, das ist also hier unser Zeichen für und. Oder sieht so aus, zwei gerade Striche. Und es ist eben sehr wichtig, dass es zwei sind, denn sonst hat man die sogenannten Bit-Operationen, die liefern komplett andere Ergebnisse. Das werden Sie in einer der Hausaufgaben dann zu Hause machen. Man kann auch die dritte logische Operation, die uns jetzt fehlt, ist das sogenannte Nicht. Und das sieht einfach so aus, ein Ausrufezeichen davor. Und dann würde dieser boolesche Ausdruck erstmal selbst ausgewertet, das wäre ja falsch, invertiert wegen dem Nicht-Operand davor und dann ist das Ganze wieder wahr und weil es ja auch noch ein Oder ist, dann ist es auf jeden Fall wahr. Auf diese Art und Weise können Sie alles eigentlich jetzt machen, was Sie jemals brauchen würden. Sie müssen nur verstehen, dass Sie solche boolesche Ausdrücke oder logische Ausdrücke ineinander verschachteln können, wie Sie wollen. Mit Klammern setzen Sie die Prioritäten fest, genau wie bei arithmetischen Operationen. Und Sie sollten es vielleicht auch nicht ganz übertreiben mit der Anzahl von solchen boolischen Ausdrücken, weil es irgendwann wirklich sehr, sehr schwer zu lesen ist.